Also, ich will als Bundeslöw, als Bundestrainer nur mal sagen, unser Ilkay Gündogan und unser Mesut Özil, die waren ja neulich in der Parodiesendung, die Matthias Richtung Show. Und der von Ihnen hochverehrte Herr Erdogan, den Sie da getroffen haben, der war dann also plötzlich überhaupt gar nicht gespielt von dem Matthias Richtling, sondern der war auf einmal echt. Und ich tue jetzt auch gehen in diese Matthias Richtling-Show, damit ich mal sehe, vielleicht bin ich auch echt. Also. Dankeschön. Ja, also zur Matthias Richtling Show. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, hier sind alle echt bei unserem G5-Gipfel, bei dem keiner was widerrufen kann. Keiner kann den Trump spielen oder den Seehofer. Keiner kann Gemeinsamkeiten aufkündigen, weil es sind ja alle vereint in diesem großen globalen Thema der modernen Völkerwanderung. Ja, aus dem keiner raus kann. Die Iraker, die Syrer, die flüchten ja nach Deutschland bekanntlich. Aber auch Herr Trump flüchtet aus dem westlichen Bündnis. Die, wie heißen die, irgendwas mit AfD, flüchtet in vordemokratische Zeiten. Nee, gewisse Fußballer. Ja, so ist es. Ja. Ja, das, ja. Gewisse Fußballer flüchten also zu türkischen Diktatoren. Ja, und alle haben zu allem Meinungen und natürlich jeder hat zu jedem Thema verschiedene Meinungen. Vor allem auch unsere Gäste heute. Vorrunden-Weltmeister Jogi Löw. Ja. Ja. Für den Özil und Gündogan beim Türkenchef nur das Demokratische gesucht haben. Naja, dann also Alexander Gauleiter. Gauland, Entschuldigung. Gauland, und da möchte man sagen, für den 80 Millionen Folgetote von Hitler nur ein Vogelschiss sind, hätten es ein paar mehr sein dürfen, Herr Gauland. Naja, und Frau Angela Merkel natürlich, die gerade in China versucht hat, wenigstens 1,4 Milliarden Chinesen davon abzuhalten, nach Deutschland zu flüchten. Und es gibt aber auch eine überparteiliche Einigkeit der Demokraten. Der Grüne Joschka Fischer lobt Frau Merkel als Glücksfall für die Demokratie, woraufhin auch Winfried Kretschmann die Bundeskanzlerin anhimmelt und Thomas Strobel tut es bei beiden. Ja gut, also sehr verehrte Mitbürger, liebe Koalitionäre. Ah, da hätte ich auch noch etwas dazu zu sagen. Die CDU fällt ja gerade regelrecht auseinander. Also, das stimmt doch überhaupt gar nicht. Ach so. Und mit eurer CSU ist alles in Butter oder wie, ja, oder was? Ja, da gibt es ein paar Unstimmigkeiten, ansonsten ist alles in Ordnung. Die Asylfrage ist also eine Unstimmigkeit. Was soll sich für möglich halten? Selbstverständlich. Da geht es ja nur darum, dass Flüchtlinge an der Grenze abgewiesen werden, wenn sie woanders schon einen Asylantrag gestellt haben. Und da sagt die Frau Merkel nein. Und der Herr Seehofer, der ja aus Bayern kommt, sagt dann aber ja. Ja, ich hab's kapiert. Aber ich nicht. Worum geht's denn da eigentlich? Das haben Sie doch gerade selbst erklärt. Ich? Es geht darum, dass ein Asylantrager hier keinen Antrag stellen kann, wenn er irgendwo schon woanders einen Antrag gestellt hat und es wäre ein Zweitantrag. Ja, da hat also der Herr Seehofer recht. Nicht unbedingt. Wieso? Weil Frau Merkel eine europäische Lösung will. Ja, aber was ist das denn genau? Das heißt, dass sie eine größere, bessere Sicherung der Außengrenzen haben möchte, sodass die Aushändler Griechenland und Italien nicht so sehr belastet sind mit Erstaufnahmen. Wem sage ich das eigentlich? Ja, also, da hat ja Frau Merkel dann recht. Nicht unbedingt, weil wenn Griechenland und Italien nicht so belastet sind mit Erstaufnahmen, dann kommen wieder mehr Flüchtlinge zu uns und...
dann hat Herr Seehofer recht. Nicht unbedingt, weil Frau Merkel mit der europäischen Lösung eine gleiche Verteilung haben will von Flüchtlingen in ganz Europa und... Ah, da hat Frau Merkel ja recht. Nicht unbedingt, weil Polen und Ungarn und Slowakei sich verweigern und dann kommen wieder mehr Flüchtlinge zu uns, sodass man sagen kann... Da hat Herr Seehofer... Nicht unbedingt, weil er lehnt die europäische Lösung von Frau Merkel ab, die ja die beste wäre, wenn sie nicht zufällig gerade ausgerechnet jetzt die schlechteste wäre. Aha, weil es diese europäische Lösung gar nicht geben kann, weil es ein Europa nicht gibt, das diese Lösung anbietet. Ach so. Verstehen Sie das? Ja, ich... Es ist wie mit dem Schnürsenkel, der ohne Schuh geliefert wird. Was? Den können Sie halt nicht zubinden. Ja, aber da hat doch Frau Merkel dann... Nicht recht. Unbedingt! Aber der Herr Seehofer... Nicht unbedingt! Zum Donnerwetter noch einmal! Herr Seehofer hat halt erkannt, dass es etwas nicht gibt, von dem alle ausgehen. Und dem passt er sich an. Seit es dieses Europa und diesen Seehofer in diesem Staat gibt, kann man mit diesem Staat einfach keinen Staat mehr machen. Ob Frau Merkel recht hat, wenn sie recht hat, oder ob sie recht hat, wenn sie Unrecht hat, das soll sie uns mal jetzt selber erklären. Und hier ist sie auch, Dr. Frau Angela Merkel. Einen schönen guten Abend. Ja, bitte. Bitte. Ja, bitte sehr. Die Grünen, Joschka und Kretschmann, loben Sie. Ist das ein Ausgleich für die Tiraden? Ja, solange Sie nicht zur Blockflötenpartei von mir entwickeln, soll es mir recht sein. Sie müssen ja gerade viel aushalten an Kritik, auch aus den eigenen Reihen, muss man feststellen. Ach so, das habe ich gar nicht mitbekommen. Doch, doch, aber es gehört halt zur Demokratie. Ja, also manchmal wäre es für die Demokratie dienlicher, wenn sie partiell überwunden würde. Ah, also, und wie Demokratie partiell überwunden wird, das wissen sogar nicht Politiker wie Özil und Gündogan, nicht wahr, die beiden ständigen Vertreter von Erdogan auf deutschem Boden. Mhm. Also... Ich bin ja jetzt die längste Zeit Bundestrainer. Und da ist jetzt diese Weltsituation, muss man sich vorstellen, WM und Spiel und Spaß. Und trotzdem werden wir immer noch hineingezerrt in die Politik, weil unser Mesut Özil und Gündogan Ilkay haben ja da posiert mit dem Herrn Erdogan. Das ist also eine Riesenaufregung, weil dieser Herr Erdogan ist ja also Akrobat. Autokrat heißt es, ja, also mit Menschenrechten jongliert zum Beispiel. Da fällt natürlich auch mal etwas runter, weil er nicht so trainiert ist in den Menschenrechten. Und das ist aber das Politische an ihm. Und wir im Fußball sind ja natürlich absolut unpolitisch. Haben Sie noch eine Frage? Und selbst wenn jetzt also unsere Jungs da das Wort Politik hören, dann assoziieren sie das automatisch in Deutschland mit Demokratie und mit sozusagen mit freier Meinung. Das liefert dieser Herr Erdogan ja alles gar nicht. Also ist er auch nicht politisch für unsere Jungen. Sie wollten ihn halt als Mensch wahrnehmen. Und was er dann beruflich macht, das ist ja, also das geht uns im Grunde gar nichts an. Weil wir täten das ja auch nicht wollen, dass der Herr Erdogan zum Beispiel sich mit Özil und Gündogan nicht treffen mag, weil er sich mit irgendeinem Foul von denen nicht identifizieren kann. Also, sie haben sich getroffen als Menschen auf der menschlichen Ebene. Haben Sie noch eine Frage? Und wenn dann Gündogan da ausgepfiffen wird in Leverkusen, dann kann man nur sagen, was soll er sagen? Also, er hat ja sich schon insofern distanziert, als auf das Geschenk-T-Shirt draufgeschrieben hat für meinen Präsidenten hochachtungsvoll und eben nicht für Erdogans politische Gefangene Edge hochachtungsvoll und hat auch der Gündogan sich in einem Brief dann also positioniert und bekannt zu den Werten jetzt, also nicht von Deutschland schreibt Gündogan, sondern zu den Werten des DFB und ja, da muss ich jetzt also selbst erstmal nachlesen, ob also nach der Vergabe von Katar und Russland und Korruption und
Also Beckenbauer und WM 2006, da eine Verehrung für Autokraten überhaupt ausgeschlossen ist. Also, es sind halt Mittelfeldstars, vor allem mental gemeint. Und da kann man halt nur sagen, was haben Sie da gedacht? Ja, nicht viel. Ich muss einfach sagen, der Fuß ist halt kleiner wie der Kopf. Da passt nicht so viel Gehirn rein. Und dann wird es immer noch beim Kicken durchgeschüttelt. Und dann soll man noch damit denken dabei. Also haben Sie noch eine Frage? Also. Ja, Frau Merkel, insofern ist ja Fußball wieder sehr politisch, kann man sagen, nicht? Denn auch, ach so? Ja, nicht denken ist ja auch in der Politik gerade an der Tagesordnung. Und ich denke überhaupt nicht nicht. Ich sage nur meistens nicht, was ich nicht nicht gedacht habe. Nicht? Nicht nicht. Ach so, ja, aber wenn der Rest des Staatsapparates von Ihnen nicht hört, was Sie denken, dann denken Sie, die denken nicht. Also, so weit habe ich gar nicht gedacht. Sehen Sie? Können Sie mal ein Beispiel geben? Ja, Seehofer und auch Gauland als Beispiel. Ah, den hätte ich auch gerne mal am Telefon, das kann ich Ihnen sagen. Da kann ich Ihnen helfen. Wir haben nämlich eine Telefonleitung mit Herrn Gauland angemeldet. Mal sehen, ob Sie schon... Sie warten einen Moment, Frau Bundeskanzlerin, vielen Dank. Ja, ah, wunderbar. Ach, ja. Ja, Herr Gauland, was ist denn? Hier ist die Matthias-Richting-Show. Wir wollten mit Ihnen reden, weil Sie gerade wieder auffällig geworden sind. Was heißt denn bitte auffällig? Naja. Dass ich neulich nach dem Schwimmen öffentlich in der Unterhose halbnackt herumlaufen musste, weil mir die Sachen gestohlen worden waren. Das ist doch nur ein Symbol dafür, wie auffällig dieser Staat geworden ist. Und wie uns die Fremden ausziehen bis aufs Unterhemd und noch darunter. Und wie Deutschland mit Merkel und BAMF dasteht, nass, nackt, bestohlen und entblößt. Aber Sie entblößen sich doch selber. Bin ich aber sehr gespannt. Ja, indem Sie diesen Satz sagen, von der Nazizeit als Vogelschiss der Geschichte. Das ist doch selbstentblößend. Hören Sie doch auf, mir fehlt einfach die Proportion. Ach so? Dass nach über 1000 Jahren toller deutscher Geschichte es diese klitzekleine Furz-Nazizeit, diese Unwesentliche, hinbringt, dass die Deutschen immer noch verkommen zu potenziell permanenten Domina-Kunden, die sich auspeitschen lassen an jedem Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Nee. Aber eine Feier zur Bismarckschen Reichsgründung vom 18. Januar 1871, das kommt Ihnen nicht in den Sinn. Das ist doch erbärmlich. Ach. Die Deutschen sind nur fixiert auf diese kleine, dumme Nazi-Zeit. Aber Sie sind doch fixiert. Sie erinnern doch dauernd an die Nazi-Zeit. Das sind doch Sie. Also ich erinnere nur daran, damit man sich nicht erinnern soll. Was soll das heißen? Aber 6 Millionen Juden. 6 Millionen tote Juden. Ich bitte Sie, bei 78 Millionen Einwohnern unter Hitler waren das gerade einmal 7,742%. Die 6 Millionen? 1349 aber hat die katholische Kirche mit Karl IV. Zusammen in Nürnberg 600 Juden öffentlich verbrannt, weil sie deren Häuser in der Stadtmitte brauchten für einen neuen Marktplatz. Damals hatte Nürnberg wenige tausend Einwohner. Da haben sie einen Prozentsatz von vielleicht 30-35%. Da haben sie mit ihrem Hitler von 7,742% eine Marginalie gegen die Gräueltaten der katholischen Kirche im Mittelalter. Was soll denn das alles? Doch das nicht vergleichen, so eine Verharmlosung. Wenn Sie das vergleichen miteinander. Im Gegenteil. Wir müssen es positiv sehen. Was? Wenn Deutschland hervorgegangen wäre aus der Nazizeit mit weniger Toten und weniger Zerstörung, dann hätte doch diese Nazizeit fortgelebt mit Ausrottung anderer Völker bis heute. Aber wir müssen ja Hitler regelrecht dankbar sein für 60 Millionen Kriegstote und 6 Millionen tote Juden. Ohne diese totale Niederlage hätte der Schrecken doch bis heute fortbestanden. Ja, kapieren Sie das denn nicht? Kapieren? Das ist doch eine Verhöhnung der Opfer, was Sie hier machen. Die Opfer verhöhnen doch uns. Ach. Indem wir als Sühne die Schuld anderer Diktatoren abtragen müssen und deren Flüchtlinge betütteln. Aber ich bitte Sie, das kann man doch so nicht. Ich bitte Sie. Diese ganze Asylkrise ist ein peinliches Schauspiel. Die Regierungsparteien ziehen den Schwanz ein, den Frau Merkel gar nicht hat. Sie sollte flüchten. Kapieren Sie es doch. Frau Merkel sollte flüchten, da habe ich was für Sie, Herr Gauland. Er ist schon weg. Hallo? Schönen guten Tag, ich, Cinqui, Quacqua, Wapapoiti, Pipipi, wie sagt man bei Ihnen, ich weiß es nicht, also,
Ja, ich wollte noch mal vorstellig werden bei den Herrschaften. Und zwar war ich ja neu schon mal bei Ihnen in China. Ich weiß gar nicht, ob Sie sich erinnern. Für Sie sehen ja alle Europäer gleich aus. Ach so, ist ja von hinten, Entschuldigung. Jetzt passt es. Können Sie sich eigentlich auseinanderhalten? Das ist für uns ja so ein Problem. Also wissen Sie jetzt, dass die der sind, der hier sitzt? Oder denkt der in der Mitte, er sitzt ganz vorn? Und ich frage ja nur, Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht so nahe treten, du liebe Zeit. Also, ich kann nämlich bei mir diesen Seehofer nicht auseinanderhalten. Ich weiß nie, ob er rechts sitzt oder ganz rechts, oder fürchterlich. Wie machen Sie das eigentlich mit Ihren chinesischen Querulanten, dieser Liu Xiaobo, wie der heißt, der war ja auch Untergraber der Staatsgewalt. Ach so, der lebt ja gar nicht mehr. Entschuldigung, so weit will ich mit Seehofer nicht gehen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, was ich alles durchmachen muss im Deutschen Bundestag, das ist unglaublich, nicht wahr? Eine Fragestunde musste ich abhalten, das kennen Sie überhaupt gar nicht. Zu Recht lassen Sie es auch. Da werden Sachen gefragt, also ich muss Sie über mich ergehen lassen. Was machen Sie beruflich? Wo kommen Ihre Ideen her? Und also, damit furzen Sie mir ins Regierungsgeschäft, muss ich Ihnen sagen. Also, bis man immer dann irgendwelche Formulierungen parat hat. Ich sage da immer, also ich kenne die Probleme und es gibt für mich einen großen Schweigebedarf. Also fertig. Hören Sie mir eigentlich zu, sagen Sie mal. Kommen so Fragen auch zu BAMF und solches Zeug und Plastiksteuer und was Mieten. Also ich weiß gar nicht, es war eine Fragestunde, ja. Von Antworten war überhaupt gar nicht die Rede. Ich bin 13, das wird Sie interessieren. Ich bin 13 Jahre im Amt, ja. Da hat man ja auch eine gewisse Rechtssicherheit, nicht? Und ich bin gerade wiedergewählt worden, im September wiedergewählt worden. Ich dachte, jetzt hätte ich erstmal Ruhe, von wegen, nicht? Sie natürlich können sich das nicht denken. Sie sitzen hier und schalten und walten in Ihrer Halle des Volkes. Nicht? Jubeln Ihnen alle zu. Nicht? Sie müssen sich nicht bewegen, Sie müssen sich nicht auseinandersetzen. Wenn jemand was fragt, dann gibt es diese herrliche Pling-Pling-Musik. Also, ich muss sagen, also, ich denke oft, ich bin im falschen Körper. Im falschen System, so rum. Und deswegen wollte ich Sie, bleiben Sie ruhig sitzen. Ich wollte Sie mal fragen, wissen Sie, ich käme auch rein subsidiär. Bekäme ich bei Ihnen Asyl? Hallo? Regie, bitte, da können wir gerade mal ein Telefonat mit Herrn Gauland vielleicht haben, wenn es recht ist. Wenn wir noch mal. Ah ja, ja. Was ist denn jetzt Herr Gauland, wir haben es gerade von Frau Merkel eingespielt. Da hätten Sie ja, was Sie wollen, Frau Merkel. Ja. Was Frau Merkel gesät hat mit ihrer verruchten und verfluchten Flüchtlingspolitik, das geht doch überhaupt erst auf, wenn sie mal die Fluppe gemacht hat. Ach so, was haben Sie denn jetzt vor? Wir bieten Lösungen an. Diese Asylkrise ist ein Auftragsmord von Frau Merkel am deutschen Nationalstolz. Aber sie wollten Lösungen anbieten. Das wenn ein Jordanier Aboudis nicht abgeschoben werden kann, weil ihm daheim Folter droht, obwohl er hier in Deutschland einen Terroranschlag plant, ja, dann ist das Selbstverstümmelung des deutschen Volkes. Wir lassen uns umbringen, damit der Gewalttäter zu Hause nicht leiden muss. Ja, also so dusselig war zuletzt ja nur Jesus. Wo bleibt denn die Lösung? Wir brauchen keine Lösung, wir müssen benennen. Die Terrorgefahr, die von Frau Merkel ausgeht, ist unverändert hoch. Denn sie hat ja auch nie gesagt, wir schaffen das. Sie sagte ja, die schaffen uns. Na, sie weichen doch aus. Das ist doch hören Sie doch auf. Diese schleichende Merkelisierung in diesem Lande hat dazu geführt, dass Zehntausende von Flüchtlingen ungehindert und unkontrolliert herumlaufen. Aber in Stuttgart 21 will man Tausende von Zauneindechsen umsiedeln und mit einem Mini-Lasso einfangen, damit sie auf der Flucht ihren Schwanz nicht verlieren. Ja, kann man denn mal fragen, ich sie nicht ohne Lasso diese Flüchtlinge einfangen, damit sie sich nicht wenigstens vermehren und auf der Flucht ihren Schwanz ver... Aber Deutschland, Deutschland wollte ich sagen... Deutschland löst sich doch auf. Wir brauchen keine Fahrverbote. Wir brauchen Flüchtlingsverbote, Fremdenverbote und Politikerverbote. Das ist doch alles eine Riesensauerei. Ich bitte... Ja, auch.
Das zum Thema Vogelschiss der Geschichte. Also, Frau Merkel, brauchen wir Politikerverbote? Sind Sie für Politikerverbote? Also, Verbote sind nicht zielführend. Ach, nein? Vor allem wegen der unkontrollierten Zurückweisung. Wir sollten eher reden über eine Zulassung. Nicht wahr? Ob also die Testergebnisse übereinstimmen mit den Abgasen, die ein Herr Gauland ausbläst im Normalbetrieb. War das auch der Grund, warum Sie sich kaum echauffiert haben, als Özil und Gündogan Erdogan umgarnt haben? Sie brauchen nicht antworten. Ja, ich muss das noch mal aussprechen. Das ist auch meine Aufgabe als Bundeslöw, dass man sich da jetzt immer wieder drauf setzt, dass unser Özil und unser Gündogan sich da getroffen haben mit dem Herrn Erdogan, weil der also irgendwas mit Demokratie nicht am Hut hat. Und aber Demokratie hat ja sowieso im Fußball nichts verloren, wenn beim Elfmeter alle mal abstimmen würden, wer wann was, wie, wo, zu wie viel Prozent den Ball ins Tor kickt, dann hätten wir also bald dieselbe Situation wie im Deutschen Bundestag. Und wir sind einfach wir sind einfach im Fußball weit weg von der Politik. Und es ist doch das Schöne, dass wir uns dann völlig unbeleckt treffen können, zum Beispiel mit Herrn Erdogan oder eben auch mit Kim und Putin und mit dem Assad. Und jeder weiß, wir nehmen es leicht und eben nicht politisch. Und es ist einfach schade, dass zum Beispiel Gaddafi und Bin Laden und Saddam Hussein nicht mehr leben. Es gäbe einfach schöne Bilder. Wir hatten ja auch zum Beispiel dieses Freundschaftsspiel in Saudi-Arabien. Und da dürfen ja bekanntlich Frauen nicht ins Stadion hinein. Und es gibt also Peitschenhiebe für freie Meinungsäußerung und Todesstrafe. Und wenn dann der Pep Guardiola sich verneigt mit dem Satz, es ist eine Ehre, hier zu sein. Ja, wenn er das politisch gesagt hätte, wäre es natürlich ein Skandal. Aber so hat er sich völlig unpolitisch verneigt vor keinen Frauen, vor Peitschenhieben und Todesstrafe. Man muss auch mal Erdogan vor Recht ergehen lassen und man kann nicht Özil und Gündogan ausschimpfen dann wegen dem Autokraten Erdogan und dann aber gutieren, dass die Frau Merkel da sich abfotografieren lässt in China mit Ping Pong, Li und Chiu, wie die heißen, oder mit Herrn Putin Pussy Pussy macht oder von Herrn Erdogan sich abschlabbern lässt. Sie noch eine Frage. Also Özil und Gündogan sind einfach Supersportler und die spielen für Deutschland, weil das also ihnen was bringt, rufmäßig und finanziell. Und natürlich also deutsche Werte und deutsche Ehre und deutsches Nationalgefühl, das ist natürlich, das braucht man, glaube ich, nicht sagen, geht denen am Arsch vorbei. Es ist halt nur für sie schön, wenn sie also Vorbild sein können für höchste Kreise, zum Beispiel für Alt-Bundeskanzler Schröder, der sich dann abfotografieren lässt mit dem Autokraten Putin bei seiner Amtseinführung. Also deswegen wollte ich auch für die Fahrt nach Russland kein Fahrverbot aussprechen. Auch wenn natürlich die Konzentration für Feinstaub, den Sie aufgewirbelt haben, ziemlich hoch ist. Haben Sie noch eine Frage? Also. Ja gut, also sehr verehrte Mitbürger. Liebe Regierungsbeteiligten. Meinen Sie mich? In Zeiten allgemeiner Asyldebatte darf natürlich nicht vergessen werden, dass wir Deutschen auch werden irgendwann mal flüchten müssen vor den Flüchtlingen. Und deswegen darf natürlich das Thema Fahrverbote nicht in Vergessenheit geraten. Von dem ich ja gehört habe, dass Sie ja da dagegen sind. Nicht unbedingt. Es kommt drauf an, wer drin sitzt. Bei Ihnen wäre ich dafür. Habe ich das jetzt verstanden? Ich glaube nicht,
Wobei ich aber glaube, dass das Thema Fahrverbote ja nicht mehr aktuell ist, weil der Fahrverbote, die wären ja eine arge Strafe für den Bürger. Und der Feinstaub kommt aber vom Diesel, den aber VW verbrochen hat. Und guten Morgen. Dafür zahlt jetzt VW eine arge Strafe von 1 Milliarde Euro. Da braucht ja der Bürger nicht mehr bestraft werden mit Fahrverboten. Strobel. Sie reden einen Schwachsinn im Quadrat. Kein Wunder geht's zu in Ihrer Partei drunter und drüber. Jetzt fangen Sie schon wieder damit an. Weil es wahr ist. Was? Darum kommt euer Seehofer daher gedackelt und posaunt in die Welt hinaus, dass Bayern gehört nicht zu Deutschland und so weiter. Der Islam, hat er gesagt. Der Islam gehört nicht zu Deutschland, hat er gesagt. Der Islam. Ach, von der Radikalität erkenne ich beim Seehofer hier da nicht viel Unterschied. Uch. Statt dass die Polizei in Köln in einem Wohnhaus des Rizin sucht, hätte sie lieber den Biokampfstoff CSU unschädlich machen sollen, mit dem dieser Seehofer mit einem einmaligen Anschlag bei der CDU multiples Versagen sämtlicher staatlicher Organe auslöst. Sie gehen aber ran. Ja, das kann ich Ihnen sagen, wenn das so weitergeht. Dann mache ich meine Grünen zur Schwesterpartei. Und mit meiner Merkelin mache ich eine Fraktionsgemeinschaft im Deutschen Bundestag. So. Meinen Sie nicht, dass Sie für unsere Frau Dr. Merkel schon ein bisschen zu konservativ geworden sind? Strobel? Ja. Strobel? Ja. Es geht um Staatsräson. Merkeln Sie nicht, dass durch diesen dämlichen Seehofer meine Merkel inzwischen ganz gehörig ihr Gesicht verliert? Ja, so toll hat sie ja noch nie ausgesehen. Wie Angela Merkel kraftvoll sagt. Das heißt... Nein. Kraftvoll! Strobel. Frau Merkel, also, Frau Merkel. Was ist denn noch? Feinstaub und Diesel und VW mit Milliardenstrafe und Trump löst den Westen auf. Die EU misstraut sich. Haben Sie noch Spaß an Deutschland? Kann man sich das vorstellen? Ich denke schon. Ja, aber Sie sprechen ja die Probleme nie richtig aus. Das ist ja das. Das ist ja das, was Spaß macht. Ob das stimmt? Ja, also, hallo. Ich würde also gerne bei Ihnen unterkommen in China. Asyl? Das ist doch hier das chinesische BAMF, oder? Denn so geht es also wirklich nicht weiter, kann ich Ihnen sagen. Wissen Sie, ich mache einen Integrationsgipfel. Da ist der einzige Gipfel, dass Herr Seehofer sich integriert mit dem österreichischen Bundeskanzler. Ja, weil er sauer ist, dass ich an der Grenze niemanden abweisen will. Also ich meine, ich habe ihn ja auch reingelassen, nicht wahr? Und dann kommt Herr Söder noch daher, nicht wahr? Und will einen Neustart in der Asylpolitik, also pff. Wie soll das denn gehen? Ich will alle Flüchtlinge zurückflüchten lassen nach Syrien, damit sie über das Meer wieder antanzen, damit sie neu starten lassen. Hören Sie mir eigentlich zu, sagen Sie mal. Das ist ja unglaublich. Und dann kommen noch immer alle mit diesen Ankerzentren. Also ich weiß gar nicht, wie soll das denn gehen? Ja? Wo sind die Schiffe dazu? Nicht? Ja, wie will man ankern auf der Schwäbischen Alb? Das ist alles so undurchdacht. Und dann kommt doch, das wird Sie interessieren, diese AfD daher und will wissen, wann ich zurücktrete. Ich habe einen Langzeitplan für die nächsten 20 Jahre. Das geht wirklich darüber hinaus. Und deswegen sage ich Ihnen klipp und klar, ich biete Ihnen an, nicht wahr, wenn Sie deutschen Unternehmen mehr Zugang verschaffen zum chinesischen Markt, würde ich mich dafür einsetzen, dass Sie mehr Zugang bekommen in demokratische Systeme bei uns. Joint Venture, kennen Sie das? Ja, wir wollen unsere deutsche Demokratie öffnen für chinesische Repressalien, Repräsentationen. Wie klingt das? Nicht? Denn das ist das, was ich bei Ihnen so bewundere. Deswegen können Sie mich eigentlich auch gleich durchwinken. Egal, was man sagt, auch wenn man sich mal blamiert, es lächeln nicht nur alle nachsichtig, sondern ein ganzes Volk drückt beide Augen zu. Hallo. Also, Frau Merkel, jetzt kein Rausreden mehr. Ja. Wir haben es vorhin schon eingespielt. Was heißt das, dass Sie bei den Chinesen da waren? Was heißt das? Was soll das heißen? Das wusste ja jeder. Das stand ja in jeder Zeitung. Ja, ja, aber was Sie gesagt haben, wusste keiner. Asyl, das haben wir ja gerade... Das wusste ich ja selber nicht, was ich gesagt habe. Ich spreche überhaupt gar kein Chinesisch.
Sie werden doch verstanden haben, was Sie da in Deutsch gesagt haben. Das werden Sie ja, aber die Chinesen nicht. So rum. Sie haben bei den Chinesen Asyl beantragt. Ach, Asyl. Haben Sie beantragt? Haben wir gerade gesehen bei der Videobotschaft da. Ich habe nichts gesehen. Ach, natürlich, bitte. Ja gut, aber ich war es nicht. Also. Aber man hat Sie doch deutlich erkannt. Aber kann ich es noch mal sehen? Ja, bitte. Das sind doch Sie. Ne, das ist eine Doppelgängerin. Das sieht man doch. Das ist dieser Herr Richtling, ach, der mich danach spielt. Das stimmt doch gar nicht. Herr Richtling ist in meiner Rolle gerade unterwegs. Sie sind jemand, der Herrn Richtling nachäfft. Und zwar lange nicht so gut wie Herr Richtling mich. Was? Wo ist eigentlich die nächste chinesische Botschaft? Was? Guten Abend.